Das ist der neue Skoda Kodiaq und das hier ist der Ubi. Der stellt euch heute den neuen Tschechen-SUV genauer vor. Was haben wir vor? Wir gehen mit dem Fahrzeug wie immer hier auf eine ausgiebige Verbrauchstestrunde. Bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil. Da muss der dicke braune Bär hier zeigen, was er zu leisten imstande ist unter Alltagsbedingungen. Während der Fahrt werde ich euch natürlich wie immer hier alles rund um den Skoda Kodiaq erklären und erzählen. Exterieur, Interieur, Ausstattung, Platzverhältnisse, Fahrwerk, Assistenz, Lenkung, all das, was euch interessiert, werdet ihr in diesem Video erfahren und noch viel mehr, wenn ihr dran bleibt. Am Ende gibt es natürlich die Verbrauchsabrechnung, die eigenen Worte zum Fahrzeug und auch die Kosten des Skoda Kodiaq der zweiten Produktgeneration. Heute fahren wir ihn als 2 Liter TDI, 193 PS stark mit 4x4 genanntem Allradsystem. Wenn dich das Ganze jetzt interessiert, abonniere diesen Kanal, damit die Arbeit hier von mir honoriert wird. Schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare, dass wir ein wenig diskutieren können am Ende des Videos und vor allem like das Video, wenn es dir gefallen hat. Und dann steig jetzt mit mir ein und lass uns gemeinsam auf die Testrunde gehen im neuen Skoda Kodiaq. Viel Spaß! Ja, man glaubt es nicht, aber der Kodiaq steht jetzt hier in der zweiten Produktgeneration vor uns. Mir persönlich gefällt die zweite Produktgeneration ehrlich gesagt gar nicht mal so gut gegenüber dem Vorgänger. Der Wagen ist deutlich rundlicher, deutlich weicher geworden in seiner Zeichnung. Man erkennt gerade an der Front, finde ich, mehr Rundlichkeit. Der Vorgänger hatte da viel mehr Ecken, Kanten und wirkte auch ein bisschen dynamischer. Hier wirkt das Ganze ein bisschen zurückhaltender. Nichtsdestotrotz erkennt man den Kodiaq sofort als den großen SUV aus Tschechien wieder. Allen SUVs der Marke gemein hat auch der Kodiaq, der in der zweiten Generation die zweigeteilten Leuchtelemente, Hauptscheinwerfer und Zusatzscheinwerfer für die adaptive Lichtsteuerung, die wir hier vorhanden haben. Die ist optional erhältlich und auch wirklich eine hervorragende Lichtausbeute in der Nacht bei schlechten Witterungsverhältnissen. Also das auf alle Fälle eine Investition wert, die man nehmen sollte. Nicht unbedingt wert ist es meiner Meinung nach den beleuchteten Kühlergrill, denn hier hat man die Möglichkeit genutzt, sozusagen ein feineres Gesicht zu kreieren. So ist dann das Tagfahrlicht quasi durch den Kühlergrill geführt, eine durchgängige Lichtleiste, was das Fahrzeug natürlich optisch ein bisschen in die Breite ziehen soll. Denn interessanterweise ist das Fahrzeug um 2 cm schmaler geworden. Dafür 6 cm in der Länge gewachsen auf nun 4,67 m haben wir jetzt hier an Außenlänge. Und in der Höhe sind wir weiterhin unverändert mit 1,68 m. Wir sehen auch an der Seitenlinie, der Wagen wirkt weiterhin sehr gestreckt, hat einen etwas verlängerten Überhang am Heck, einen gestreckten Radstand, steht hier in unserem Fall auf 19 Zoll Leichtmetallräder, die optional erhältlich sind, 1 Zoll größer als serienmäßig. Wir sehen aber auch hier Aero-Felgen bzw. Aero-Blades, die in diese Felge eingesetzt sind, sodass dann der Luftwiderstand nochmal reduziert wird. Auch an der Front sehen wir nämlich Lufteinlässe, die sogenannten Air Curtains. Das Fahrzeug wurde also aerodynamisch noch einmal optimiert. Man sieht auch so eine leicht gefühlt, zumindest optisch, nach hinten abfallende Dachlinie. In der Realität ist es aber eine gleichbleibende Dachkonstruktion. Da hat man also hier sich eines Designkniffes bedient. Am Heck dann auch durch die
ja, optisch miteinander verbundene neue Rückleuchten, ein etwas breiteres, stämmigeres Auftreten des Fahrzeuges als dann vielleicht noch eher so ein bisschen schmalbrüstig beim Vorgänger. Hier wirkt das Auto deutlich stattlicher in seinem Erscheinungsbild. Die Räder stehen auch meiner Meinung nach besser im Radkasten. Es sind ja aber auch nur 235er Breite. Das hat man vorher auch schon gefahren. Die Heckklappe in unserem Fall öffnet sogar manuell. Serienmäßig ist das auch so also ausgeführt. Optional gibt es dann ein Paket, elektrische Heckklappe und Komfortzugang. Also haben wir auch keinen Komfortzugang in unserem Fahrzeug. Die Heckklappe öffnet weit, gibt dann einen sehr großzügigen Kofferraumpreis. Bis zu 910 Liter können dann hier untergebracht werden, wenn man eben nicht die dritte Sitzreihe ordert und eben auch kein Reserverad drinnen hat. Das haben wir aber drin. Wir haben auch den doppelten Laderaumboden. Der hilft allerdings, wenn man dann eben die Rücksitzlehne im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegt, dass eben hier eine fast ebene Ladefläche entsteht. Lediglich eine leicht ansteigende Ladefläche zum Fahrer hin ist zu verzeichnen. Dafür gibt es auch die Möglichkeit, wer mehr Platz benötigt, hier die Rücksitzbank zu verschieben in ihrer 2/3, 1/3-Teilung in der Länge. Somit kann man dann entweder mehr Sitzkomfort im Fond haben oder aber einen größeren Laderaum. Es gibt auch hier optional allerdings nur ein Gepäckraum-Trennnetz, was man dann hinter der Sitzen installieren kann. Meiner Meinung nach ein definitiv absolutes Must-Have. Gerade bei einem so guten Fahrzeug, was man auch sehr gut beladen kann. Beladen, wenn es nicht reicht, gibt es dann die Möglichkeit der Anhängerkupplung. In unserem Fall mit dem stärksten Antrieb gibt es auch die höchste Anhängelast von 2,3 Tonnen oder 100 Kilo Stützlast auf dem Haken. Die zweite Sitzreihe, wie auch im Vorgänger, großzügige Platzverhältnisse, fast schon Tanzsaalcharakter, viel Beinfreiheit, viel Kopffreiheit. Man sitzt sehr angenehm hier im Fond, sitzt auch angenehm hoch, die Kniewinkel sind angenehm und es gibt genügend Komfortfeatures, die man eben hier bekommt, gerade für Familien. So gibt es dann hier eben eine elektrische Kindersicherung für die Fond-Türen. Es gibt auch eben Sonnenschutzrollos, Sonnenschutzverkleidung. Es gibt Smartphone- und Tablet-Halter an den Kopfstützen. Es gibt diverse Ablagemöglichkeiten. Wir haben eine Mittelarmlehne, Becherhalter. Wir haben einen variablen Einsatz hier auf dem Mitteltunnel. Da kann man auch noch diverse Ablagen reinlegen oder Sachen verstauen. Es gibt USB-C-Anschlüsse und 12-Volt-Steckdose, eine dritte Klimazone mit Luftaustritten. Also hier im Fond echt wirklich formidabel alles gelöst und perfekt für die Familie. Isofix an den Außenpositionen und am Beifahrer, also drei Möglichkeiten von Isofix Kindersitzsicherung hier im Fahrzeug. In der ersten Sitzreihe dann bequeme serienmäßige Sitze, die in der Höhe auch gut einstellbar sind, sowie dass selbst das Sitzkissen sich in der Neigung verstellen lässt und auch eine ausziehbare Schenkelauflage, also echt guter Daumen nach oben. Bisschen zu warm vielleicht im Hochsommer sind die serienmäßigen Loft-Stoffsitze, die wir hier haben. Da würde ich mir tatsächlich die Alcantara-Sitze mit Sitzlüftung wünschen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich hier eine Sitzheizung, eine Lenkradheizung, die hier auch verbaut ist. Der Blick über den Instrumententräger gibt dann auch kein Rätsel auf. Es ist alles sehr übersichtlich gestaltet hier im Kodiaq. Vor allem aber jetzt hier durch das Infotainment Plus Paket haben wir einen 12,9 Zoll großen Displayschirm hier in der Mittelkonsole stehen. Normalerweise 1 Zoll Größe kleiner serienmäßig. Wir haben ein Head-Up-Display dadurch, was seine Informationen in die Windschutzscheibe projiziert und somit auch wirklich alle Informationen hervorragend zugänglich uns macht. Kombi-Instrument ist natürlich auch mit einer hohen Informationsvielfalt und vorgegebenen Anzeigen gut und individuell anpassbar. Neu jetzt allerdings, wir haben keinen Schalthebel mehr in der Mittelkonsole, sondern der ist hinter das Lenkrad gewandert. Da haben wir jetzt den Schalthebel, da ist er auch gut bedienbar. Dafür an der linken Seite jetzt die Bedienung für Blinker und tatsächlich auch die Wischerbedienung. Das funktioniert auch insgesamt ganz passabel. Es gab allerdings schon zweimal die Möglichkeit, dass ich eigentlich gedacht habe, ich wollte die Scheibe
wischen oder waschen und bin dann tatsächlich auf den P-Knopf während der Fahrt gekommen. Passiert jetzt nichts, aber dennoch zeigt es, man ist da irgendwie ein bisschen in der Intuition gestört. Den dritten Lenkstockhebel, der findet sich unterhalb des Blinkerhebels. Das ist der für den Abstandsregeltempomaten, den wir hier verbaut haben. Also da auch den Travel Assist, der dann mit an Bord ist. Diverse Assistenzsysteme können auch hier in den Kodiak hineingeholt werden. Wir haben auch das Assistenzpaket hier drinnen. Das heißt aktive Spurhaltung, aktive Abstandsregulierung und auch Abgleich der Navigationsdaten, Topografiedaten werden mit eingespielt in die Navigation und in den Fahrstil. Das heißt also, es gibt Fahrtipps anhand der Topografie. Das hilft natürlich auch nochmal weiter, den Kraftstoffverbrauch zu senken, wenn man das dann möchte. Was wir nicht verbaut haben, ist das optional erhältliche DCC Pro Fahrwerk, also ein neues adaptives Fahrwerk mit einem Zwei-Ventil-Dämpfer, das dann eben auch das Nachschwingen ausgleichen soll. Das ist in unserem Fahrzeug hier nicht verbaut. Wir haben das serienmäßige Fahrwerk. Wie sich das fährt, das schauen wir uns gleich an. Kommen wir aber erst einmal zum Antrieb hier unter der Motorhaube. Da steckt ein 2 Liter Vierzylinder Turbodiesel darunter. Der leistet 142 kW oder 193 PS, hat 400 Newtonmeter maximales Drehmoment und beschleunigt den Kodiak aus dem Stand auf Tempo 100 in 7,8 Sekunden. Und 220 Stundenkilometer ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Verwaltet wird die Kraft dann über ein 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe, das auch schon längst bekannt ist hier bei Skoda. Das Getriebe arbeitet insgesamt ganz gut, dennoch weiterhin diese gewisse Anfahrverzögerung oder Ansprechverzögerung im Rangierbetrieb oder aber bei Fahrmanövern, wo man dann wirklich mal schnell von einer Konstantgeschwindigkeit auf Überholen angeht, die ist weiterhin hier vorhanden. Das wird sich auch nicht mehr ändern, da wird das Getriebe auch nicht mehr groß sicherlich angepackt. Dennoch funktioniert das alles ganz gut. Es gibt für den Diesel übrigens keine Elektrifizierung. Bedeutet, wir haben hier kein Mild-Hybrid. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht gemacht hat. Wer das möchte, der greift zum 1,5 Liter EHEV. Dennoch, der Diesel arbeitet sehr sauber und auch sehr ruhig. Man hört ihn kaum, selbst unter hoher Last ist er angenehm zurückhaltend, gut gedämmt. Wir haben hier auch die optionale Akustikverglasung an der Frontscheibe und den vorderen Seitenscheiben. Das merkt man auch, dass die Windgeräusche deutlich reduziert sind. Auch eben dadurch auch nochmal die Antriebsgeräusche entkoppelt wurden. Das Fahrzeug fährt sich auch insgesamt sehr angenehm. Der Diesel kraftvoll genug, auch auf der Langstrecke, auch zwischen Sprints natürlich auf der Autobahn sind für den Kodiak mit dem großen Diesel hier überhaupt kein Problem. Und die 220 km/h Höchstgeschwindigkeit werden auch zuverlässig und auch recht zügig erreicht. Zwischenbeschleunigungen auf der Autobahn selbst ab 160 sind noch gut möglich. Allerdings eben hier immer mit dem Getriebe so ein bisschen als Schlafposition, wenn man dann manuell aber mit den Schaltpedals mal eingreift, dann funktioniert das richtig gut. Das Fahrwerk funktioniert ebenfalls sehr gut, denn wir haben hier eine sehr gute Spreizung aus Komfort und angenehmer Straffheit, damit das Fahrzeug nicht am Wanken ist, wenn man eben zügig auf kurvigen, reicher Strecke unterwegs ist. Einzig die etwas straffe Grundabstimmung sorgt dann dafür, dass das Fahrzeug gerade auf kurzen Unebenheiten wie Querfugen, etwas hölzern hier und da mal anspricht. Das ist natürlich ebenfalls so unschön wie auf Kopfsteinpflaster. Je schneller man aber fährt, desto besser arbeitet das Fahrwerk. Auch dann mit Querfugen kommt es dann besser zurecht. Wellen werden hervorragend gut weggebügelt. Da gibt es auch gar kein Nachschwingen. Dennoch, wer jetzt öfter auf schlechten Straßen unterwegs ist, dem sei auf alle Fälle das adaptive Fahrwerk ans Herz gelegt. Die Assistenzsysteme auch hier funktionieren einwandfrei. Das Fahrzeug hält sauber die Spur, nervt auch nicht mit zusätzlichen Warnhinweisen. Die einzigen Warnhinweise, die kommen, das ist dann tatsächlich die Verkehrszeichenanzeige für die Speedlimit, die ja nun serienmäßig an Bord sein muss. Die kann man allerdings dann deaktivieren über das Menü. Wir gehen jetzt zum Fazit. Da gibt es dann die eigene persönliche Meinung und auch die Kosten des Kodiak. Also bis gleich.
Günstig ist so ein Kodiaq auf alle Fälle nicht. Unser Testwagen hier hat übrigens einen Listenpreis von 57.480 Euro. Der ist aber auch nicht vollumfänglich ausgestattet. Das heißt, die 60.000 Euro Marke ist problemlos zu knacken mit dem Kodiaq. Und das muss man sagen, denn was hat denn unser Testwagen nicht drinnen? Keine elektrische Heckklappe, kein Komfortzugang, kein elektrisches Glasdach. Wir haben kein Adaptivfahrwerk drin, wir haben keine Anhängerkupplung drinnen. Und wir haben auch keine Lederausstattung bzw. Alcantara-Ausstattung in diesem Fall hier drinnen. Wir haben einen Fünfsitzer, keinen Siebensitzer. Also es gibt hier schon noch genügend Möglichkeit, den Kodiaq weiter ausstattungstechnisch zu eskalieren und die 60.000 Euro Marke dann eben komplett zu verlassen. Das heißt, günstig ist der Kodiaq erst einmal nicht, vor allem nicht für einen Skoda. Im Hinterkopf hat man ja immer noch das Markenimage, dass es doch eher das günstige Produkt ist im Volkswagen-Konzern. Das ist es nicht mehr. Es ist mittlerweile ein sehr hochwertiges Produkt geworden, das auf alle Fälle einem Volkswagen ebenbürtig ist und vielleicht sogar in dem einen oder anderen Bereich sogar mal etwas überlegen. Dennoch sollte man sich dann auch natürlich überlegen, ob man den Kodiaq hier mit dem maximalen Diesel benötigt. In meinen Augen würde es das nicht benötigen. Ich persönlich würde sogar mit dem Basistriebwerk, mit dem 1,5 Liter E-TSI zurechtkommen. Dann würde ich mir auch sicherlich noch mal so einige tausend Euro sparen. Die könnte man dann vielleicht, wie gesagt, im adaptiven Fahrwerk investieren. Dennoch zeigt aber auch hier, dass der Kodiaq mit dem Serienfahrwerk und den 19 Zoll Rädern einen sehr guten Kompromiss aus sportlichem, straffen Fahren und auch komfortablem Langstrecken fahren kann. Einzig kurze Stöße durch eben Querfugen, die werden dann etwas zu direkt übernommen und war gerne auch ein bisschen weitergereicht. Hier ist das DCC Pro auf alle Fälle deutlich besser. Also wer oft auf schlechten Straßen unterwegs ist, sollte in meinen Augen hier auf alle Fälle das Kreuzchen beim adaptiven Fahrwerk machen. Beim Kostenthema, da sind wir natürlich auch beim Verbrauch. Auf unserer Testrunde haben wir jetzt einen Testverbrauch von 5,7 Litern ermittelt. Das ist auch echt gut auf Langstrecke. Ich mit dem Wagen auch absolviert habe und viel Autobahn, 140, 160 bin ich da oft gefahren, dann auch voll beladen mit Familie, dann muss man sagen, ist der Verbrauch auch völlig in Ordnung. Er lag dann bei rund 6,4 Litern, also auch das ein echt guter Wert. Und wenn man auch etwas ruhiger und entspannter fährt, dann sind knapp über 5 Liter auch kein Problem. Und das für ein so großes SUV auf alle Fälle echt beachtlich. Mir hat er richtig gut gefallen. Optisch bin ich noch nicht so ganz sicher. Da gefällt mir, glaube ich, der Vorgänger in der Tat etwas besser. Da bin ich jetzt mal auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir mal eure Meinung zum neuen Kodiaq unten in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal, falls nicht schon getan, und liked das Video. Und dann hoffe ich, sehen wir uns demnächst wieder hier bei UBI Tested zum nächsten Review. Und ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen schönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer UBI.